Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zur Vorstellung der RSI Zeus MK2 Essential. Ja, ich habe das große Glück, euch die Essential und auch die Clipper in der nächsten Episode vorstellen zu dürfen. Ich habe von Cloud Imperium Games glücklicherweise diese beiden Schiffe ins PTU bekommen und ich denke, ihr seid richtig gespannt drauf, euch das Schiff gemeinsam mit mir anzugucken. Ihr habt sicher selber auch noch nicht gesehen, weil ich ja so früh dran bin. Nein, egal, wir gucken uns das an. Ein wirklich, wirklich richtig cooles Schiff mit dem neuen Design-Style-Guide von Robert Space Industries kommt die Zeus jetzt hier in der zweiten Variante daher. Ja, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen legen wir los. Wir wollen ja auch noch einen kleinen Rundflug machen. Es gab mal eine erste Variante dieses Raumschiffes, was so ein bisschen oldschooliger aussah. Da gibt es auch Lore zu. Ich bin da allerdings nicht so lore-fest, ja. Ich glaube aber, dass das erste bemannte Schiff war, was einen Quantum Drive drin hatte. Und sogar einen Jump Drive, meine ich, und durch ein Wurmloch geflogen ist und dann verschollen ist. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ihr seid da sicherlich lorefester und könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Ja, dieses Schiffchen hier, diese Variante, die Essential, AS abgekürzt, ist die Explorer-Variante. Ja, warte mal, ich mache mal so ein bisschen die Kamera anders, dann sehen wir das Schiff auch mal so ein bisschen von oben. So, Moment. So. Also so. Noch ein bisschen höher. So, hier. Feilschnittig kommt das Ding daher. Ja, und sieht doch einfach mal mega, mega geil aus. Ne? Oben auch dieser Schriftzug. Zeus Mark II Essential ES, mega cool. Auch das Weiß mit diesen leicht akzentierten gelben Strichen und grauen Linien und so. Ah, das ist wirklich, wirklich ein tolles Schiff. Ne? Ich muss sagen, ich bin nicht so der RSI-Fan, aber das Schiff hier, ja? Boah, da weiß ich nicht. Da werde ich schwach. Ne? Also wirklich ein richtig, richtig schönes Schiff. Ja, wir haben eine Länge von 45 Metern, eine Breite von 34 Metern und eine Höhe von 8 Metern und hier passen vorne drei Leute rein. Also so ähnlich wie bei der Constellation-Serie. Ja, ist glaube ich auch für drei Leute ausgelegt, wenn ich mich nicht irre. Kann aber auch sein, dass der bei der Constellation 4 sind. Aber ich kann es euch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall für drei Leute ausgelegt und ist natürlich vom Entwicklungsstandard her schon am äußersten Limit. Wir haben hier schon Feuerlöscher drin, wir haben hier die Relais drin und ich zeige euch das alles gleich. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Teil. Ja, die Explorer-Variante hat 32 Standard-Cargo-Units, die sie mitführen kann und auch diese Klappen hinten oder diese Flügel, die klappen dann noch ein bisschen runter, wenn wir dann das Fahrwerk einfahren. Ja, und die ganzen Komponenten befinden sich auf der inneren Seite. Oder in der inneren Seite. Oder im Inneren, besser gesagt. Ja, richtig cool. So brauchen wir keine Leiter, um hier rauf zu kraxeln. Klar, wenn wir mal was reparieren müssen, dann müssen wir da trotzdem hoch. Ne, ansonsten finden wir hier oben natürlich Manövertriebwerke. Die finden wir auch unter dem Schiff. Ne, hier vorne zum Beispiel ist eins auf der Spitze. Ne, darüber ist auch noch diese länglichen etwas Gunmetal daherkommenden Streifen. Ja, wir haben hier vorne haben wir 2x Size 4 Fixed Weapon Omni Skies. Ja, ich glaube, so ein bisschen gegimbelt sind sie trotzdem. Aber es sind halt Size 4 Hardpoints. Ne? Die sind ja mittlerweile alle gegimbelt und Size 4 ist auch schon okay. Und Omni Sky 12 sind auch schon echt anständige Waffen. Muss man sagen. Die werden vom Pilot gesteuert und vom Co-Piloten. Da gibt es hier unten auf der unteren Seite noch einen Remote-Turm. Hier hinten, ja. Der hier. Und das ist ein Size 3 Remote-Turm. Ne, der trägt jeweils 2x Size 3 CF-337 Panther Laser Repeater von Klaus und Werner. Ne, natürlich alles auch hier ein- und ausfahrbar. Ne, richtig geil auch animiert. Super cool. Ne, hier unten auch diese ganzen Pipes, ne?
Nice, 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 Sevilla. Ein sehr, sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Wird wohl den Weg in mein Portfolio finden. Ne? Überall auch wieder so ein Schriftzug von RSI. Ne? Dann haben wir hier natürlich die ganzen Aufkleber, die natürlich auch lesbar sind, so wie wir das von CRJ kennen. Also wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Sehr, sehr geil. Ne? Diese massiven Triebwerke hier auch glaubwürdig. Ne? Ich stehe ja immer drauf, wenn das glaubwürdig ist. Wenn wir mal bei RSI bleiben und zu der Mantis kommen, oder Mantis besser gesagt, das fand ich nicht so glaubwürdig, das Schiff. Ich hoffe, das kriegt nochmal ein Rework, dass das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe es ja schon oft erwähnt. Ne? Wirklich ein tolles Schiff. Ne? Schön schnittig, aerodynamisch und ist, finde ich, ja, gar nicht oder wird gar nicht so groß, wie es letztendlich ist. Es ist also so gesehen ein kleines Raumwunder. Ne? Wir haben zwei Einlässe, ja, wir haben zwei Möglichkeiten, ins Schiff zu kommen. Hier einmal eine Leiter, um ins Schiff zu kommen, über einen Airlock da oben. Ja, beziehungsweise die Leiter ist, glaube ich, sogar noch extra. Wir können die ja mal aufmachen, können wir mal reinschmulen. So. Ja, da kommt sie. Genau, nee, die ist sogar extra, ja. Und wir haben sogar noch einen Airlock. Size 1 Airlock, hier oben an der Stelle, ne, und hinten noch eine Rampe zum B- und Entladen. Also wirklich toll. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, hier haben wir auch nochmal so ein gegimbeltes Triebwerk hier unten. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt das sind. Und ich glaube, das hier könnten die Auslässe für die Raketen sein. Weil die sitzen da nämlich ungefähr. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich dann nochmal anschauen. So, auch hier das mit diesen Spitzen hier, ne, finde ich sehr geil, dass da auch die Waffen dann so dran sitzen. Ne, wirklich toll. Tolles, tolles Schiff. So, wer das Video, die Schiffsvorstellung von Knusper gesehen hat, der weiß auch, er hatte zumindest gesagt, dass das das erste Schiff des neuen Schiffteams ist von CRG, was abgeliefert wurde. Und ja, Chapeau, würde ich mal sagen. So, gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns noch die Inneneinrichtung an. Hier natürlich die massiven Haupttriebwerke hinten, zwei Stück an der Zahl. Kann auch sein, dass da oben auch noch ein bisschen was rauskommt. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Ne, wir haben hier so Verladelichter, ne, also Rampenlichter. Ich weiß gar nicht, ob die angehen, wenn wir die Rampe runterfahren. Können wir ja mal kurz machen. Tatsache, Freunde, die gehen an, wenn wir die Rampe runterfahren. Ne? Richtig cool. Und was wir auch haben, finde ich auch sehr geil, ist Landelichter. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie hell die sind, wie weit die auf den Boden strahlen, aber wir haben hier unten Lichter, die auch dauerhaft an sind. Das hat nichts damit zu tun, ob das Schiff an oder aus ist. Diese Lichter brennen. Ne? Drei Stück jeweils an den Landefahrwerken. Wirklich nice. So, dann gehen wir mal rein und schauen uns das Raumwunder mal an, würde ich sagen. Ja, hier hinten kommen wir über die Rampe. Das ist die Rampe, die dann letztendlich zum Verladen hilft. Hier hinten haben wir dann die 32 Standard Cargo Units. Wie gesagt, ist ja der Explorer. Ne? Da kommen wir dann später noch zur Clipper. Die stelle ich euch morgen vor. Die hat dann weitaus mehr. Das ist dann auch die Cargo-Variante. Aber die Clipper, wie gesagt, hat dann hier nur 32 Standard Cargo Units. So, und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns doch einfach mal nach vorne vor. So, wir machen erstmal die Rampe zu. Ne, hier auch geil mit der Hydraulik hier hinter diesen Plexiglasscheiben. Was finde ich auch richtig nach Plexiglas aussieht, sage ich jetzt mal. Ja, Plexiglas ist ja so eine, ne, ich könnte natürlich jetzt auch die Fachbegriffe nennen, aber Plexiglas, da kann jeder sich was drunter vorstellen. Ne, auch hier leicht mit diesen matten, transluzenten, ja, sandgestrahlten Elementen oder geätzten oder wie auch immer, ja. Wirklich, wirklich ein schönes Detail, muss ich sagen. Ja, sehr geil. So, dann haben wir hier natürlich die Ladezone, die Magnetpads. Ne, das ist natürlich auch alles schon eingerichtet. Das ganze Grid funktioniert. So, dann haben wir hier versteckt die Komponentenfächer. Ja, hier haben wir schon mal Relais. Hier haben wir noch einen kleinen Computer. Keine Ahnung, ob der irgendwann noch mal was macht. Nein, ich will kein Relais nehmen. Ne, hier haben wir schon mal ein Relaisfach. Dann haben wir hier ein Kühlschrank.
Kühlsystem, also ein Kühler verbaut. Das ist ein Cold Snap Civilian C. Insgesamt haben wir zwei Kühler, der andere ist genau hinter mir. Ja, genauso wie dieser Powerplant haben wir ebenfalls zwei von diesem Schiff verbaut. Das ist ein Full Force, ebenfalls Civilian C. Generell sind in dieser Explorer-Variante nur Civilian C-Komponenten verbaut. Denkt daran, dass wenn ihr hier umbaut, ja, wenn ihr sagt, nee, Civilian C will ich nicht, ich will Military A, ja, so, dann müsst ihr zusehen, dass euer Powerplant das schafft, weil sonst kriegt ihr Probleme, wenn ihr mit der ganzen Energieverwaltung da haushalten müsst. Ne? Da müsst ihr ab der 3.24.2 wirklich drauf achten. Also nicht denken, dass das Schiff kaputt ist, sondern ihr müsst gucken, dass ihr genug Power habt, um die eingebauten Komponenten dann zu füttern. Das ist standardmäßig vom Werk, vom Work, ja, funktioniert das. Ja, nur wenn ihr umbaut, müsst ihr das checken. Ganz wichtig. So, dann gehen wir einmal rüber. Hier haben wir das Pendant dazu, den nächsten Powerplant hier vorne, ja, und den Cooler darüber. Und wir haben hier einen Jump Drive drin verbaut. Das ist ja eine neue Komponente, die jetzt mit der 3.24.2 dazugekommen ist. Ja, das Jump Drive ist ein Excelsior, ebenfalls Size 2. Und der Quantum Drive, der ist sogar von RSI, ja, der RSI Chaos, glaube ich, oder Chaos oder wie auch immer, ja, ebenfalls Civilian C, da hatte ich schon gesagt, auch Size 2 ist hier verbaut. So, dann haben wir hier den Fuel Tank, auch richtig cool, dass man den sieht, finde ich. Na, auch hier mit dieser Flamme und sieht schon wirklich cool aus hinter diesem Glas. Sehr, sehr nice. So, irgendwer arbeitet hier gerade in meinem Hangar, glaube ich. So, ich hoffe, das ist nicht so laut im Hintergrund. Ja, das ist im PTU immer so eine Sache. Die Hintergrundgeräusche sind immer irre laut. Ich bin schon auf 40% Lautstärke. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung so. So, dann haben wir hier die nächsten Komponenten. Hier kommt dann später noch das Radar rein. Und das ist ebenfalls Size 3. Also ein richtig gutes, großes Radar. Muss aber natürlich auch, ist ja schließlich ein Explorer. Und hier haben wir einen der vier Schildgeneratoren von Behring, ja. Und das ist ein Schimalli, ein 5MA Schimalli. So, ja. Und das ist ganz cool. Achtet mal drauf, dass wenn man den aufmacht, dann gehen die Anschlüsse hier weg. Also dann löst er sich schon von dem System, ja. Ich zeig's euch nochmal. Achtet mal drauf. Habt ihr gesehen? Ja, ich gehe mal ein bisschen in die Hocke. Vielleicht sieht man das dann besser. Ah, warte mal, ich mache das mal auf und dann gehe ich in die Hocke. Zack. Jupp. Ja, schon geil, oder? Schon nice. Ein kleines Gimmick. So, genau. Und hier, das ist einfach nur eine Wandpaneele. Hier können wir noch ein bisschen was hinstellen. Und hier haben wir schon einen Feuerlöscher, ja? Der dann natürlich auch irgendwann funktioniert, spätestens mit der 4.0. Wahrscheinlich hundertprozentig mit der 4.0. So, dann geht es hier ein paar Stufen hoch, ja? Und dann kommen wir in die Wohnquartiere, kann man sagen. Hier auf der linken Seite haben wir ein Sofa. Ja, ein Regal, wo wir vielleicht noch ein bisschen was abstellen können. Dann haben wir hier noch ein paar Locker. Ja, da können wir dann letztendlich Zeug reinstellen. So, guck mal, was haben wir hier noch? Unter anderem Loot. Achso, ja gut, dann kommen wir ins Loot-Menü. Ne? Hier kann jeder dann der drei Passagiere, der drei Crewmitglieder sein Stuff dann irgendwie unterbringen. Wäre irgendwie ganz cool, wenn man noch irgendwie Namen dran schreiben könnte. Ne? Das wäre so das i-Tüpfelchen. Das wäre die Marokkinerkirsche auf dem Sahnehäubchen. So. Ja, dann können wir hier durchgehen. Na, hier haben wir dann unsere Betten. Ja, eins hier unten, eins hier oben, eins da unten. Ne? Alles, was man braucht. Ne? Sehr, sehr nice. Fernseher gibt es hier nicht bei Robot Space Industries. So, dann haben wir hier oben noch ein paar Regale. Können wir da ein bisschen was abstellen. So, ne, sehr, sehr nice. Dann haben wir hier hinten, wer hätte das gedacht? Natürlich das Töpfchen. So, vielleicht haben wir das Töpfchen da. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Nee, es kann sein, dass ein Server-Error reinrauscht. Die sind der Tage relativ oft, aber ist nicht schlimm. Wenn der kommt, geht es halt einfach nahtlos weiter und ja, die funktionieren relativ gut, die Dinger. Ne? Aber das Ding will jetzt gerade nicht aufgehen. Ja, wahrscheinlich rauscht wirklich ein Server rein. Dann gehen wir erstmal weiter. Wenn die Tür jetzt auch nicht aufgeht, dann wissen wir Bescheid und dann sehen wir uns gleich. Ja, die geht auf. Na gut, soll ich noch mal probieren? Ja, er blinkt, ne? Er blinkt. Aber ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich kann auch Open All Exteriors machen. Dann sollte das Ganze auch aufgehen. So, dann gehen wir erstmal hier rüber, würde ich sagen.
So, hier haben wir jetzt die Küche. Eine Küchenzeile auf der linken Seite mit relativ viel Platz. Ne, können hier auch einige Schränke aufmachen. Ne, das sind, denke ich mal, alles Kühlschränke. Hier haben wir einen. Dann haben wir hier einen. Ja, der geht auch auf. Richtig cool. Hier haben wir Sitzmöglichkeiten. Natürlich nur zwei. Einer muss ja schließlich arbeiten. Ne, können ja nicht immer alle Pause machen. Das geht nicht. Ne, und auf der Seite haben wir auch nochmal eine Verstaumöglichkeit. Also ihr seht schon, ne, es ist ein wirkliches Raumwunder. Das Schiff, ein echtes tolles Teil. Hier ein kleines Fenster. Ne, kann man rausgucken. Und gucken, wer den Gang lang läuft. Ne, wir können auch die Lichtstimmung natürlich schon ändern in jedem Raum. Ne, können das Ganze natürlich auch ausmachen. So, Sparflamme. Alarm gibt es an der Stelle allerdings nicht. So, ah, okay, ich verstehe. Wenn man da drauf drückt, dann lässt er einen nicht mehr durch. Aha, was haben wir? Wir drücken mal hier drauf, was das macht. Ja, macht nichts, ne? So, ja gut, dann hoffe ich mal, dass er uns hier wieder rauslässt aus der Nummer. Ja, und man darf nicht draufdrücken. Man muss davor gehen und die Lichtschranke nutzen. So schnell durch. Oh nein, verdammt. So, jetzt. So, jetzt kommen wir schon auch ins Klo. Ah ja, da ist auch gegangen. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, natürlich einmal zu schließen. Ja, falls wir hier ungestört sein wollen. Und wir können das Ganze auch abschließen. So, dann kommt da von außen keiner mehr rein. Ne? Auch ganz cool. Ist nichts Neues, aber auf jeden Fall geht's. Und wenn wir in einem richtig schönen, gemütlichen Licht ein Ei legen wollen, weil es sehr früh ist und noch nicht so geblendet werden wollen, können wir das Licht ein bisschen dämmen. Ne? Das ist auch nicht schlecht, finde ich. So, dann haben wir ein bisschen Ablage. Natürlich hier die Toiletten-Dusch-Kombination. Glaube ich zumindest. Ich weiß aber gar nicht, ob das Ding eine Dusche hat, ehrlich gesagt. Schauer. Doch hier, wir haben einen Schauer auf jeden Fall. So, ja, wir haben auf jeden Fall die Dusche hier. Können wir die Dusche nämlich aufmachen. Drei Knöpfe haben wir hier nicht. Nee. Die Dusche? Vielleicht muss man die auch gar nicht aufmachen. Vielleicht ist die auch einfach auf. Oder sie geht noch nicht. Das kann auch sein. Ja, ich bin eh mal gespannt, wie das dann alles wird mit dem ganzen Gedusche und Gewasche und sowieso und überall. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. So, machen wir wieder auf hier. Und dann sollte das Ganze auch wieder aufgehen. Komm, wir machen es mal so. Oh Gott. Wir haben es wieder vergriesgnadelt. Wir haben es wieder kaputt gespielt. So, ja, ich denke mal, das liegt an den Servern. Dass der hier Sachen macht. So, gut. Ich würde sagen, ich warte kurz. Und wenn es dann aufgeht, dann machen wir einfach weiter. So, wir sind frei, Freunde. Es hat einfach ein bisschen gedauert. So. Ja, jetzt ruft gerade wieder einer ein Schiff in meinem Hangar. Ich hoffe, wie gesagt, es ist nicht so laut. So, ach übrigens, was ich euch zeigen wollte, ich muss nochmal in die Gefängniszelle gehen, hier oben. Ja. Auch da, oder? Air Intake System, Caution, do not cover. Also hier dürfen wir auf jeden Fall keine Duschhandtücher vorhängen. Ne? Sehr, sehr cool. Ja, ich liebe so eine kleinen Details. Ne? Auch alleine schon, wenn die Tür aufgeht, ja, ich zeige es mal, achtet mal auf diese Metallbolzen da oben. Hier, der hier. Zack. Ne? Geil, oder? Das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde das geil. So, weiter geht's. Dann haben wir hier auf der linken Seite haben wir einen von zwei Waffenschränken. Für drei Langwaffen und insgesamt 8 Kurzwaffen. Ich denke mal, da kann man zum Beispiel hier oben 3 Kurzwaffen, 3 Langwaffen und unten eventuell 3 Multitoole zum Beispiel reinpacken. Also ich denke mal, dass das noch für 3 Kurzwaffen ist hier unten. Müssen wir einfach mal bei Gelegenheit testen. So, und dann geht es wieder ein bisschen höher, denn das Schiff verjüngt sich ja nach vorne. Irgendwo muss ja der Platz her. Und wir sind immer noch nicht im Cockpit, Freunde. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, im Engineering-Bereich. Hier ist wieder ein Feuerlöscher an der Stelle. Ne? Natürlich alles noch nicht anwählbar. Und wir haben wieder Komponentenschächte. So, ein Knopf für beide. Hier oben haben wir den nächsten Schildgenerator. Das ist jetzt der zweite Schildgenerator. Ja, dann haben wir unten noch das Fach für die Batterie. Das kommt ebenfalls noch rein mit einem kleinen Monitor hier, der sogar lesbar ist. Export, also, ja, ja, alles klar, alles super, ja, läuft. Dann haben wir hier das Engineering Terminal und hier unten drunter
haben wir noch ein Relaisfach. So, übrigens, weil es mir gerade einfällt, wir werden uns das aber noch angucken, die Vulture, ja, die kann jetzt diese Relais produzieren. Also ihr könnt mit der Vulture jetzt diese Relais craften. Ja, ist ganz cool. Die heißen, glaube ich, Fuse, glaube ich. F-U-S-E. Ja, damit könnt ihr diese Dinger craften. Ist total cool. Gucken wir uns aber separat noch an. So, dann haben wir, wie gesagt, hier den Engineering Terminal, aber der geht noch nicht. Das kommt dann alles noch. Und wir haben hier ebenfalls einen Schildgenerator und den Gravity Generator, der natürlich auch noch fehlt. Ja, wir sehen, es fehlen schon noch einige an Komponenten, ne, die noch nicht da sind. Ja, dann hier oben all diese Rohre und so, überall taucht mal wieder RSI auf. Wirklich toll. Und auch groß. Ich finde, das ist alles auch in Ordnung. Ne? Man kann Leute hier vorbeilassen, das ist wirklich toll. So, dann haben wir hier die Treppe, die wir vorhin aufgemacht haben. Ja. Hier haben wir dann einen Zuglocker, wo wir dann später unseren Flight-Suit gegen einen Kampfanzug oder gegen einen Raumanzug oder wie auch immer austauschen können. Ja, oder die Privatklamotte. Das wird aber noch kommen. Hier haben wir natürlich drei Mana an der Stelle, logischerweise. Und auch ganz geil, wie das Ganze aufgeht, ne, finde ich. Dass ich das so dahinter schiebe und dann läuft das am Boden, schon ziemlich cool. So, und mit Barcode natürlich. Ne, damit wir auch hier den richtigen aufmachen. So, ich weiß gar nicht, ob wir rein. Hier ist auch. Ist das vielleicht auch gleichzeitig ein Escape Pod? Freunde? Zuglocker und Escape Pod? Kann das sein? Weil sonst macht das ja eigentlich keinen Sinn, dass wir das Ding von innen zumachen können, oder? Boah, das ist natürlich. Da müssen wir gleich draußen nochmal gucken, ob da Slots für sind. Aber das sieht fast nach hier. Emergency Exit. Ich glaube, das sind Suitlocker und Escape Pods. Das ist natürlich geil. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir auf der anderen Seite haben wir einen Airlock. So, was hoffentlich aufgeht, wenn wir da drauf drücken und nicht wieder nur doof rumblinkt. Ah, ja, er braucht so ein bisschen mit dem Aufmachen, ne? Er braucht so ein bisschen. Dann gehen wir erstmal ins Cockpit. So, im Cockpit haben wir den nächsten Schildgenerator, den vierten, ja? Dann haben wir noch die Avionics, also die Computerkerne und den Life Support, der ebenfalls auch bald ins Spiel kommt. Auch der sitzt hier vorne drinne. So, wir machen das gleich mal über Open All Exterior, dann geht das auf jeden Fall auf. Und auf der anderen Seite, Freunde, haben wir das zweite Waffenregal ebenfalls wieder für, glaube ich, 6 Kurzwaffen oder halt irgendwelche Tools, 3 Langwaffen und einer fetten Waffe, wie zum Beispiel einem Rocket Launcher oder wie auch immer. Ne? Sehr cool. So. Und dann, Freunde, haben wir hier das Cockpit. Noch einen Feuerlöscher. Es ist wirklich extrem gut durchdacht, das Schiff. Muss man echt sagen. Ne? Überall auch so, dass das hier so dran steht und sowas alles. Und dann seht ihr hier unten schon, guckt euch das an, hier sind die Raketen. Hier ist die Missile Bay drunter. Ne? Und da sieht man die. Und deswegen glaube ich, dass vorne aus diesen Löchern die Raketen rauskommen. Das werden wir uns aber gleich auf jeden Fall noch angucken. So, dann sitzt hier der Pilot. Und hier sitzen dann die Co-Piloten. So, das ist der Gunner Seat hier. Und das ist der Co-Pilotensitz. Ne? Der steuert den Remote-Turm und der macht halt den Rest. Ne? Die Landeerlaubnis erfragen. Der arbeitet halt dem Captain oder in dem Fall dem Captain-Piloten dann zu. Ich weiß gar nicht, wenn es keinen Captain gibt, ist dann der Pilot automatisch der Captain? Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich? Ist eine gute Frage. Ne? Ich wollte gerade sagen, ein schöner Getränkehalter hier, aber ist wahrscheinlich nicht so. Na, auch sonst so, ne? Das Cockpit, ne? Wie das aussieht hier. Richtig cool hier mit diesen ganzen Knöpfen und so. Ach, das ist schon nice, ey. Wirklich toll. So, ich würde sagen, wir gucken noch einmal ganz kurz, ob die Schleuse jetzt aufgeht hier. Nee, die will nicht. Die will nicht aufgehen. Sieht aber auch geil aus. So, wir gucken uns noch einmal ganz kurz hier die Animation an. Ah, geht er nämlich hier so raus, zack, ne, und ist dann hier direkt draußen. Finde ich auch richtig cool, dass es hier einen Zugang gibt. Ne, und wie gesagt, ich glaube, ach ja, wir wollten ja noch wegen den Escape Pods gucken. So. Leather Access, ja gut, das ist die Leiter. Escape Pods, Freunde. Es sind
wahrscheinlich wirklich die Escape Pods. So, allerdings. Ja, doch, muss so sein, ne? Die sind hier praktisch. Da ist die Leiter und da sind die. Die zwei. Ja, schauen wir uns das gleich von innen nochmal an. Komm, wir gehen nochmal hier rein. Ha? Weiß nicht. Also die sitzen hier. Ja, hier sitzen die Suitlocker. Und wenn das die Escape Pods sind, weil die sind ja, so wie ich das draußen erkenne, ja hier dann. Also hier unter. Ne? Oder sind die Betten die Escape Pods? Das kann natürlich auch sein. Dass das die Escape Pods sind mit. Oder es war mal so geplant und wurde dann umgeändert und noch nicht angepasst. Oh, ich sehe gerade, wir haben da oben doch einen Monitor, ne? Oh, wollen wir uns mal reinlegen? Es hat immer die Gefahr, wenn man sich ins Bett legt, dass man nicht mehr rauskommt. Na komm, wir machen das mal. Können wir uns auch die Animation mal angucken? Ja, genau. Super. Ja, zack. Ah, okay, cool. Ah, aber hier oben haben wir nämlich dann noch ein bisschen Lichtsteuerung, oder? Breaking News. Ah, das ist auch geil. Das ist auch cool. Guckt euch das an. Headline. Mega gut. Da sehen wir auch hier die Börse so ein bisschen. Das ist geil. Das finde ich geil. So, dann können wir hier so ein bisschen Licht steuern. Ja. Oh, wir können doch einen Emergency-Mode hier anmachen. Guckt euch das an. Das geht doch. Ne? Aber, ja, weiß nicht. Vielleicht, wie gesagt, waren die Betten geplant als Emergency-Ausgang und während der Gestaltung war das Exterior fertig, ja, kam das Interior und im Interior haben sie sich dann entschieden, die Suitlocker als Escape-Pod zu machen. Vermute ich mal, weil die Betten sehen jetzt eigentlich nicht so aus, als wenn das Escape-Pods sind. Ne, aber fragt mich nicht. Gut, so, ich würde sagen, wir heben ab. Ja, achso, übrigens nochmal zu den Raketen. Das sind zweimal Size 4 Custom Missile Racks. Ja, wir haben insgesamt 8 Dominator, 2 Raketen mit an Bord hier untergeschraubt. Ne? 4 auf der einen Seite und 4 auf der anderen Seite. Ich denke mal, die sind hintereinander, sind die. Ne? 2-2 und 2-2. So, gut. Dann würde ich sagen, rein in die Butze. Ja, und auch hier vorne die Aussicht, Freunde, ey, ist doch einfach nur gut aus. So, ist nur die Frage am Ende, welches Schiff aus meinem Hangar opfert sich nun für dieses Schiff? Oder auch für die Essential, ja? Die Clipper meine ich. Oder auch für die MR, die Mark. Die Bounty Hunter Variante, ne? Die kommt ja auch noch. Ne? 3 Schiffe gibt es ja von diesem Line-Up. So, und natürlich auch hier die neuen MFDs, ne? Nicht MDFs. Freunde, ja, ich wurde schon darauf hingewiesen. Ich krieg das nicht raus. Ich hatte in meinem Leben schon so viel mit MDF zu tun, weil ich ja Designer bin und auch früher viel gebastelt habe mit diesen Platten und so. MDF ist einfach so drinne. Wenn ich MDF sage, dann meine ich, wenn wir in Star Citizen sind, niemals diese Platten, diese Holzplatten. Okay? Also ich meine immer das hier. So, das. So, was ich nicht so gut finde, ja, um auch mal was Negatives zu sagen, ist, dass wir nur 2 Monitore haben. Das finde ich ein bisschen wenig. Ich meine, klar, wir haben dadurch natürlich eine Ultrasicht, ne? Aber ich hätte mir irgendwie noch was gewünscht, dass man so ein bisschen hier vielleicht an der Seite noch welche hat oder da. Weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen wenig, um all an diese Informationen zu kommen. Aber ist nur meine persönliche Geschmackssache. Ne? Ansonsten sind die MDFs gleich.
MFDs. Oh, ich hab's gemerkt, ja. Natürlich muss man sich wieder auskennen, zum Beispiel SCM, GAN ist lieber an dieser Stelle hier. Ja, hier haben wir dann die Informationen über diese Fahrwerke, VTOL, Triebwerke, G-Safe. Hier sind Decoys und Noises, ne, an der Stelle. Hier, wie üblich, dann unser Boost, Afterburner. Dann hier die Velocity-Anzeige, die ist auch eigentlich immer an dieser Stelle hier. So, und dann haben wir hier die verschiedenen Self-Status-Anzeigen. So, was sie nicht mehr haben, oder Gunny ist auf meinem Server. Was sie nicht mehr haben, zumindest habe ich es nicht gefunden, ist die Anzeige über die Komponenten. Da konnte man ja in dem alten System sehen, was für Komponenten drin verbaut sind, wie die heißen und sowas alles. Das ist irgendwie nicht drin, ne? Oder habe ich das noch nicht gefunden? So, wäre ja logisch, wenn das irgendwie hier wäre. Aber ich habe noch nicht gefunden, wo man das irgendwie sieht. Die Freunde hätten nur ein bisschen gesehen. So, genau, das sind die Omnisky, die sind vom Piloten steuerbar. Wir haben 12 in unserem Powerplant, das ist relativ viel. Das ist ganz cool. Life Support und 2 Kühler, so ist genau. Alles im grünen Bereich. Bahn. Aber wie gesagt, wo die Komponenten angezeigt sind, kann ich euch wirklich nicht sagen. Finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich es einfach auch noch nicht gefunden. Oder vielleicht kommt das ab erst mit dem Engineering-Gameplay. Das über den Engineering-Monitor, den wir hier natürlich vorne dann zusätzlich auch bekommen werden, ja, dass darüber dann die Komponenten anwählbar und bezeichnet werden. Ich denke mal, das wird es letztendlich sein, weil sonst macht das echt keinen Sinn, ne? So, ansonsten hier unten natürlich wunderbar auch die ganzen Knöpfe, ne? Sehr, sehr geil. Power, Engine haben wir hier, Exit, Open All Exterior. Das machen wir mal. So, da gucken wir uns noch mal ganz kurz die kleine Luftschleuse an, bevor wir dann rausfliegen. So. So, macht natürlich alles auf, ne? Oha. Oh, das ist noch nicht richtig. Da ist ein bisschen Artefakte hier noch. Ne? Ah, da kommen wir hier raus. Und auch, dass hier so eine kleine Reling ist, ne? Und dass wir hierüber letztendlich auch auf das Schiff kommen, ist einfach unfassbar gut, finde ich. Wirklich. Ne? Also, alles richtig gemacht. Alles tippitoppi. Ne? Also man glaubt diesem Schiff einfach ohne weiteres, dass das funktioniert. Dass da alle Elemente, alle Komponenten zueinander passen, funktionieren. Wirklich, wirklich geil. Bis auf diese unsichtbare Pixelwand hier. So, das ist, da ist eine Flamme drauf, ist wahrscheinlich heiß. Ja, sehr, sehr cool. Ja, irgendwas stimmt hier noch nicht. So, aber ist ja auch noch PTU. So, jetzt heben wir aber mal ab hier. So, ja, die nächste Vorstellung, der Clipper, das wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Da werden wir natürlich nicht alles nochmal durchgehen, ne? Aber es wird ein Ergänzungsvideo sein, wollte ich hier noch nicht mit reinbringen, weil sonst wird das alles auch viel zu lang, ne? Schauen wir einfach mal. Wir werden diese Schiffe dann mit der 3.24.2, wenn das Ding live geht, wenn die denn reinkommen, werden sie auch nochmal in den Verkauf gehen. Wie teuer sie dann werden, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, der Konzeptverkauf lag bei um die $100, meine ich, ja. Wird aber sicherlich teurer werden, denke ich mal. Ne? Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie teuer der Konzeptverkauf war und was ihr schätzt, wie teuer das Ganze dann letztendlich wird. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich werde das Ding sowieso wahrscheinlich eher upgraden, werde mir, weiß ich nicht, ob ich mir die Explorer-Variante oder die Medium-Fracht-Variante hole, muss ich aber mal schauen, ich denke mal, das hängt ein bisschen darauf an, von was einem Schiff ich das upgrade. Wenn ich es von einem Frachter upgrade, dann wird es wahrscheinlich ein Frachter, ich schaue mal. Die Bounty Hunter-Variante, die MR, die Mark, die ist auch noch super interessant, die wird, wie gesagt, aber später kommen und wenn die kommt, dann schauen wir uns die natürlich auch nochmal an. So, Klappe zu. Dann machen wir die Triebwerke mal an, würde ich sagen. Ach, die Form ist einfach auch wunderschön. Ah, die waren schon an, die Triebwerke. Machen wir sie wieder an. Ja, auch die glühen auch so leicht vor, ne? Ich mache sie nochmal aus. Ja, dann glühen die so aus. Und wenn sie anmacht, dann kommen die so ganz langsam. Ja, so, dann heben wir mal langsam ab. So. Und wenn wir jetzt das Triebwerk einfahren, dann klappen sich die Flügel nach unten. Passt auf. Erstmal Hangar auf. So, jetzt.
Ja. Für meinen Geschmack ein bisschen schnell. Ja, die können sich ja eigentlich auch ein bisschen Zeit lassen. Und ich finde auch, jetzt wie die Form, ja, wie die Form dieses Raumschiffes, wie die Flügel so nach oben gehen, ich finde, das sieht richtig dynamisch aus. Das sieht richtig cool aus. Fast wie so ein MSP-Flieger wirklich. Ja, wirklich, wirklich geil. Aus hier? Ja, ist klar, dass dunkel ist. Ist ja logisch, ne, wie immer. Ne? Und wir sehen hier, wir haben insgesamt sogar 4 Haupttriebwerke. Kann aber auch sein, dass die oberen beiden einfach mit zu den unteren gehören. Ne? Dass das nochmal gecovert wurde durch ein paar Gehäusekomponenten. So, ich würde sagen, wir geben mal Gas. Oh, nice. Wirklich nice. So, ich höre noch gar keinen Sound. Ich will mal ein bisschen aufs Gas drücken hier. So, ich mache mal jetzt den Ingame-Sound mal ein bisschen lauter, weil jetzt sind wir aus dem Hangar raus, ne, und es kann sein, dass wir deswegen Triebwerke nicht hören. Das geht natürlich nicht, deswegen mache ich das mal ganz kurz. So. Oh, trotzdem kein Sound. Gucken wir, Innen-Sound haben. Geht. Aber der Sound scheint noch nicht so richtig wirklich da zu sein. So, ansonsten muss ich sagen, fliegt es sich gut. Es fliegt sich ihrer Größe entsprechend realistisch, finde ich. Sollte auch in einer Atmosphäre wirklich gut performen. So, ja, ob die, wie gesagt, die Haupttriebwerke da hinten, ob das wirklich 2 sind, die sich so trennen, oder ob das 4 sind, kann ich euch nicht sagen. Nur dann haben wir hier unten die Manövertriebwerke. Ja, die haben wir oben natürlich auch. Ja, die also aufblitzen. So, auch richtig geiles Lichtschema, finde ich, dass das Ganze so ein bisschen rot beleuchtet ist. So, und jetzt springen wir erstmal ganz kurz weg und machen mal einen kleinen Waffentest. Sagen. Achso, ich wollte euch nochmal. Ach, wir fliegen erstmal ins Licht. Fliegen erstmal ins Licht. Dann sehen wir auch mehr. Ja, wir haben ja wieder die Eiskristallsterne, die hier rumfliegen. So, Freunde. Sind wir schon im Licht? Ja, doch. So sieht das ganz von unten aus. Wir haben hier unten so eine Art Platten drunter. Auch ganz nice, finde ich. So, und die Triebwerke sind natürlich wunderbar versteckt im Gehäuse. Ich fahre sie nochmal aus. Ich finde die Geschwindigkeit der Triebwerke, wie die rauskommen, das finde ich gut. Das finde ich genau richtig. So, sehr geil. So, dann können wir die Waffen noch einfahren. Ja, das geht auch. Ja, geht der Turm dazu. Auch sehr, sehr geil, finde ich. Ja, sehr cool. So, dann haben wir natürlich hier unsere Omnisky. So, natürlich müssen wir erstmal in den Standard-Manövering-Speed gehen. Puff, puff, die Laser-Cannons. Size 4 und das ist auch schon ganz okay, finde ich. Ne, zusätzlich haben wir nochmal zweimal Size 3, das ist der Remote-Turm. Und da macht es auch wieder Sinn. Es macht letztendlich Sinn, da zu dritt mitzufliegen. Ja, ihr braucht einen Gunner, ihr braucht einen Piloten und ihr braucht einen Ingenieur, der letztendlich durchs Schiff flitzt und Sachen repariert. Und es macht nur Sinn am Ende. Ne? Ihr könnt natürlich das alles auch alleine machen, aber zu dritt macht es halt Sinn. Ne? So, super Aussicht, Freunde. Ne? Also wir haben eine richtig, richtig schöne Sicht. Auch zur Seite raus. Ne? Sehr, sehr nice. So, und ich würde sagen, dann testen wir doch nochmal die Raketen, oder? Oh, nice. Nice Ding, ey. So, wollen wir mal gucken, dann mal irgendwie einfangen können. Die kommen wahrscheinlich jetzt eh nur aus der Hülle raus, wie immer.
Ja, mal so ein bisschen in die Sonne drehen hier, das Ganze. So, so. Dann schalten wir mal in den Raketenmodus um. So. Ah ja, da gehen sie auch schon auf, die Klappen, Freunde. Ich mach nochmal zu. Jupp, geil. Oh, so Kleinigkeiten, ich liebe das, ne? Supp, ne, da fahren sie raus. Richtig, richtig cool. Ich schwöre euch, das sieht man von innen auch. Hundertprozentig. Ja, dann kannst du hier den. Wusch. Ja, die gehen so, also einzeln fliegen die. Ja klar, logisch. Na, jetzt kommt die andere wahrscheinlich. Natürlich muss sie erstmal wieder aufladen. Ja, zack. So, wenn man zum Beispiel sagt, komm, ich will mal zwei. So, ja, das ist auf der Seite jetzt, ne? Zack, zack. Zwei armt. So, dann macht er den. Voll gut, ey. Richtig geil. Gefällt mir. Ja, Leute. Was sagt er? Die Zeus von RSI, die Mark II-Variante, die Essential, die Explorer-Variante für 3 Crewmitglieder. Ist es euer Schiff? Oder sagt er, nee, kann ich drauf verzichten, ich nehme lieber die Idris. Leute, ja, so viel zur Schiffsvorstellung, so viel zur Spaceport-Folge. Wie gesagt, morgen stelle ich euch dann die Clipper vor. Das ist die Frachtvariante mit 128 Standard-Cargo-Units. Unterscheidet sich ein bisschen zu dieser Variante. Es gibt auch einen Traktorstrahl, den wir uns anschauen werden. Und ja, ansonsten, ich hoffe, es war interessant für euch und es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Tschüss.